Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und heute geht es um die Schiffseinweisung zur USS Summers T-10 Zerstörer der amerikanischen Navy seit Update 087 in der Waffenkammer für 25.000 Stahl zu haben und dieses Schiff gab es real. Es gab 5 Schiffe davon von der Summers Klasse, das ist hier quasi das Flaggschiff und Namensgeber der Klasse, eine Weiterentwicklung der Porter Klasse. Und ja, am Ende kann man nicht so viel sagen. Es wurde hauptsächlich als Geleitschiff in Richtung Großbritannien eingesetzt und nahm dann an der Landung in Südfrankreich teil. Im Zuge dieser Landung wurden eben 2 Schiffe versenkt, und zwar die SG-21, ein Geleitschiff der Deutschen, und den U-Jäger 6082. Danach wurde das Schiff leicht selbst beschädigt von feindlichem Beschuss und kehrte dann nach Amerika zurück, wurde repariert, Geleitseinsätze gab es dann weiterhin. Am Ende des Krieges Ausbildungsschiff und 1947 wurde es dann verschrottet. Kommen wir ganz kurz zur Panzerung, die ja normalerweise nicht so komplex ist bei Zerstörern. Wir haben hier wieder die typischen 19 mm bei einem C10-Zerstörer, vorne, hinten und in der Mitte, und obendrauf sind es eben bei den Aufbauten 13 mm. Das ist schon alles, was man zu der Summers sagen kann. Und ich schicke euch jetzt ins Gefecht, ins Replay, und dann gehen wir auf die weiteren Werte ein, die hier nicht mehr Stock sind. Für den Fall, dass ihr die letzte Schiffseinweise verpasst habt, möchte ich euch das extra nochmal sagen. Wir werden hier jetzt immer auf die technischen Daten eingehen, wie ich dieses Schiff geskillt habe, und ja, quasi nur noch die Basisdaten nebenbei erwähnen. Die Daten, die ihr jetzt seht im Gefecht, beziehungsweise hier an der Seite eingeblendet, sind quasi schon die verbesserten Daten. Und so wie ihr kennt, arbeiten wir uns jetzt eben von oben nach unten durch. Fangen wir direkt mit der Überlebensfähigkeit an. 17.300 Trefferpunkte haben wir hier zu Buche stehen. Das ist recht wenig für einen T10DD. Nach meinen Recherchen die wenigsten Trefferpunkte eines T10-Zerstörers im Spiel. Weiter geht's mit der Artillerie, und die hat es dann wieder so ein bisschen in sich. Also ist so ein echtes Allround-Schiff, die Summers, kann man sagen. Ne? Wir haben hier 4 Türme A2, Rohre pro Turm 127 mm und eine gesamte Schussreichweite von 11,7 km. Die ist ein Ticken kürzer als bei anderen T10DDs, aber gut, es ist eben ein Misch. Ne? Ihr seht es ja, ihr habt es eben schon gesehen, 3 Torpedowerfer haben wir hier drauf und wir haben sehr viele Geschütztürme hier drauf. Ja, also es ist wirklich ein richtiges, ja, allrounder Ding, je nachdem, was man jetzt gerade bevorzugen möchte. Man kann es auch als Gunship zumindest in die Richtung skillen, oder man kann es eben hauptsächlich in Richtung Torpedoboot skillen. Ja, gucken wir uns einfach mal an, wie es hier weitergeht mit der Hauptbatterie. Also, in meiner Skillung haben wir hier eine Ladezeit von 5,4 Sekunden, die 180-Grad-Kehre 12,2, das ist ohne Elite-Schütz in dem Fall, aber mit der Schießgrundausbildung, das war 10% bei der Hauptbatterie eben sparen. Maximale Streuung auf diesen 11,7 Kilometer sind 96 Meter horizontal, HE Höchstschaden 1800, und ich habe 2 Brandflaggen drauf, aber keinen Sprengmeister, und komme dann auf 6% Brandwahrscheinlichkeit. Durchschlagskraft der Sprengmunition sind 20 mm, und nach meinen Rechnungen könnte man mit IFAE hier 27 mm penetrieren. Das wäre nicht schlecht, dann müsste man aber wirklich auf andere Sachen verzichten, und daraufhin habe ich mich entschieden, hier IFAE nicht einzubauen, sondern auf die Brandwahrscheinlichkeit bzw. auf meine Torpedos zu vertrauen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Dann geht's weiter, die AP-Granate, auch wieder so typisch amerikanisch, 2100 Alpha-Damage, und ja, wir haben hier aber Standard-Abprallwinkel, also 0 bis 30 Grad ist keine Penetration möglich, 31 bis 45 Grad oder genauer gesagt von 30,1 bis 45 Grad gibt es eben diese Chance auf Abpraller, oder dass es eben halt positiv ausgeht, dass man dann doch vielleicht penetriert, und dann von 45 bis 90 Grad fängt eine ganz normale Penetrationsabfrage eben statt. Auf 11,7 Kilometer, also der maximalen Kampfentfernung, penetriert ihr 46 mm Panzerung, und der Penetration, also der Schussbogen beträgt dann Aufprallwinkel, wenn man dazu möchte, beträgt dann 51 Grad. Auf 10 Kilometer macht ihr 54 mm und 34 Grad ist der Aufprallwinkel oder Aufschlagwinkel. 5 Kilometer sind es 112 mm und 6 Grad ist der Aufschlagwinkel. Ihr müsst mindestens 21 mm Panzerung mit dieser AP-Granate durchschlagen. Und dann wird die Granate scharf, 0,01 Sekunde später explodiert sie dann und macht dann eben den sogenannten Alpha-Damage von 2100
Punkten, aber nur dann, wenn ihr eben die Zitadelle treffen würdet damit. Also vielleicht auf einer Smolensk zum Beispiel, da wäre das ja durchaus möglich. Jetzt mal ganz theoretisch zumindest. Die Normalisierung typisch für die kleine Kaliber 10 Grad und ein Sigma-Wert von 2.0. Der Schussbogen allgemein ist natürlich wieder typisch amerikanisch, relativ hoch, wenn ihr über große Distanzen kämpft. Darum, es lohnt sich hier jetzt auch nicht ewig weit zu schießen, weil der Schussbogen ist wirklich riesig groß und ihr habt hier andere Stärken auf dem DD. Ihr seid wirklich ein guter Torpedo-DD, der sich aber auch sehr gut verteidigen kann. Also ihr seid auch eine Gefahr für eine Gearing oder sowas. Ja, wenn ihr euch clever anstellt und vielleicht sogar ein bisschen Unterstützung oder so eine Sachen habt, könnt ihr das Feuergefecht auch überleben oder ihm ordentlich Schaden zufügen, den Gegner. Das geht schon, ja. Man muss halt auch ein bisschen den Überraschungseffekt vielleicht auf seiner Seite haben. Auch wenn diese Türme hinten jetzt nicht so weit rumdrehen. Also die hinteren Türme haben ein Offset von 35 Grad. Also müsst ihr schon 35 Grad von eurem Schiff preisgeben, damit die hinteren Türme mit einsetzbar sind. Das ist relativ viel. Und wenn wir dann weitergehen, dann haben wir ja nicht nur Hauptbewaffnung, sondern, also zumindest keine, nicht nur Artillerie, das wollte ich eher sagen, sondern wir haben eben auch Torpedowerfer, und zwar ganze 3 Stück A4 Rohre, 533 mm. Das sind Gearing-Torpedos, die hier eine verkürzte Ladezeit haben. In meiner Skillung komme ich dann sogar runter bis auf 99,5 Sekunden, und das, wie gesagt, sind diese MK-17-Torpedos, die 17.900 Alpha-Damage haben. Die Reichweite 16,5 Kilometer, Erkennbarkeit der Torpedos 1,4 Kilometer. Und die sind nicht etwa total langsam, sondern 66 Knoten. Es gibt schnellere Torpedos, ja, aber die schwimmen nicht so weit. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Also seht ihr auch beim Replay, die Torpedos, die machen schon ordentlich Damage, wenn sie denn treffen. Das ist wirklich, ja, eine angenehme Sache. Und sie sind halt, wie gesagt, alle anderthalb Minute jetzt mal über den Daumen genommen, sind die schussbereit. Dann kommen wir zu einer Riesenschwäche und das ist die Flugabwehr. Gleichzeitig quasi, nachdem wir hier die meisten Torpedos auf einem amerikanischen DD haben, haben wir jetzt gleichzeitig die schlechteste Flak, wenn man das so sagen möchte. Ne? Nur 6 Punkte, die sagt natürlich nicht ganz so viel. Wir haben hier so ein bisschen ein paar 12,7 mm MGs sozusagen. Die Browning M2 Mod 2 haben wir hier verbaut und 28 mm 75 MK2 Mod 2. Das ist alles. Das macht einen Kurzstreckenschaden von 35 Schaden pro Sekunde und wirkt nur 2,4 Kilometer weit. Da ist es eh schon zu spät, bis die anfängt zu schießen. Das könnte einfach in eine Pfeife rauchen. Ihr habt keine Flak, merkt euch das, weicht Flugzeugen aus oder bringt euch in die Sicherheit in die Nähe von anderen Kreuzern. Dann gucken wir uns die Manövrierbarkeit an. Das ist wirklich cool. Mit der Sierra Mike Flagge zusammen haben wir hier 40,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 620 Meter die Sekunde Wendekreis und 3,9 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist Stock. Ja, die Ruderstellzeit ist Stock. Der Wendekreis, den kannst du eh nicht beeinflussen. Wie gesagt, bei der Höchstgeschwindigkeit habe ich Sierra Mike mit drauf. Und bei der Erkennbarkeit, das Schiff ist komplett auf Tarnung gebaut. Also das Modul drin, der Kapitän geskillt und natürlich hier auch die Tarnung außen angemalt. 5,8 Kilometer Wasser, 2,5 Kilometer zur Luft. Also das ist okay. Ne, wir kommen 2,4 Kilometer weit mit der Flak, die nun wirklich schlecht ist. Und 2,5 Kilometer weit sind wir erkennbar. Das ist managebar, da eventuell den Flugzeugen auszuweichen, wenn man nicht total alleine unterwegs. Und dann, wenn wir aus dem Nebel schießen, gehen wir 2,7 Kilometer weit auf. Das sind, ja, normale Werte. Das ist auch so eine Stärke von dem Dampfer, finde ich persönlich, dass das Ding halt sehr, sehr spät zu erkennen ist. Mit 5,8 Kilometer, da können wir wirklich auch mithalten. Die Shimakaze geht natürlich einen Ticken niedriger auf, aber dafür ist sie auch nicht ganz so gut bewaffnet, zumindest nicht von den Guns her. Wir haben hier immer nochmal einen Turm und 2 Rohre mehr. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das sind wir jetzt einmal die ganzen Werte von oben nach unten durchgegangen und jetzt schauen wir uns Module und Verbesserungen, Verbrauchsmaterialien etc. an. Beim Verbrauchsmaterial haben wir eben Schadensbegrenzungsteam 1 und 2 zur Verfügung. Es wird aktueller Stand nicht mehr nur noch Premium-Material in World of Warships geben, sondern das wurde halt mit dem Umbau des Forschungsbüros wurde das dann doch eingestampft. Die Info habe ich jetzt auch erst erhalten. Deswegen habe ich in den letzten beiden Schiffseinweisungen noch erzählt, dass das Standardverbrauchsmaterial und das Premiumverbrauchsmaterial vielleicht irgendwann mal eins wird und das Premiumverbrauchsmaterial quasi kostenlos. Das hat sich geändert bei Wargaming, ändert sich ja ab und zu mal was. Und jetzt bleibt das alles so, wie ihr das hier seht. Wir haben hier Schadensbegrenzungsteam 2, Wirkungsdauer 5 Sekunden, 38 Sekunden Ladezeit, also richtig genial. Alle 38 Sekunden könnt ihr wieder reparieren, Brände löschen, euer Ruder wiederherstellen oder so eine ähnlichen Sachen. Sinnvoll, definitiv. Ihr habt ein Premium-Schiff, wieder Premium-Verbrauchsmaterial, mein Tipp. Dann als nächstes haben wir Nebelerzeuger 2 mit dem Premium-Verbrauchsmaterial, hier 3 Stück.
Und wir haben amerikanischen Nebel. Das heißt, ihr werft 30 Sekunden lang die Nebelwand raus, habt dann 130 Sekunden, also über 2 Minuten Nebel. Und ja, die Aufladung, wie gesagt, ist 3, finde ich ausreichend. Ich brauche da keinen Inspekteur für, um das sinnvoll einzusetzen. Wir haben 6 Minuten Nebel, also eigentlich 6 Minuten 30, wenn man ganz genau nimmt, wenn man es optimal einsetzen kann. Und dann gibt es noch in den dritten Slot hier Motorboost, der die Geschwindigkeit des Schiffes nochmal erhöht, um 8%. 2 Minuten einsetzbar und ja, der Cooldown hier mit der Flagge November Foxtrot zusammen, 114 Sekunden, auch da 3 Aufladungen. Wenn ihr das noch pimpt, ja, kriegt ihr nochmal 50% dazu, dann sind sogar 3 Minuten Wirkungsdauer. Das müsst ihr dann selber wissen und das schauen wir uns jetzt direkt an, die Verbesserungen, die hier eingebaut sind. Ganz vorne, Hauptbewaffnungsmodifikation 1, kommt eben der Hauptbatterie und die Torpedowerfern zugute. Ihr habt beides auf dem Schiff, also müsst ihr das auch einbauen. In Slot 2 könntet ihr dann die Motorboost-Modifikation einsetzen, um dann die eine Minute länger Motorboost zu haben. Oder die Antriebsmodifikation, das sind die beiden, die ich am sinnvollsten erachte, weil ohne Antrieb bringt das auch nicht, wenn das Steuergetriebe dann heil bleibt. Deswegen Antriebsmodifikation, um einfach da weniger Ausfälle zu haben. In Slot 3 ganz klar Zielsystemmodifikation, Flak braucht er nicht verbessern. Hauptbatterie, Wendekreis braucht er auch nicht, also Wendegeschwindigkeit braucht er auch nicht verbessern. 12 Sekunden ist zwar ein Ticken langsam, aber ist okay. Von daher Zielsystemmodifikation, weniger Streuung und ja, Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer ist eben auch noch erhöht. Braucht er beides, ja, kann man so sagen. Deswegen keine andere Wahl. In Slot 4 baue ich hier die Antriebsmodifikation ein. Ich möchte schneller beschleunigen oder verzögern können. Steuergetriebe mit 3,9. Grenzwertig, aber für mich okay, auch wenn das Schiff so ein bisschen schlingert sozusagen, es driftet sehr gerne und so, aber ja, das ist die beste Wahl, meiner Meinung nach. In Slot 5, Tarnsystemmodifikation, wie eben schon gesagt, ich will hier auf jeden Fall bei der Tarnung ganz weit runterkommen, 5,8 Kilometer und nebenbei erhöht sich die Streuung der Gegnergranaten auf euer Schiff ja auch nochmal um 5%. In Slot 6 gehe ich hier ganz klar auf die Torpedowerfer-Modifikation. Damit spare ich mir 15% Ladezeit, erhöhe zwar wieder das Risiko des Ausfalls des Torpedowerfers, aber wir haben ja vorne schon ein bisschen dagegen gebaut. Deswegen ist das hier eine sehr, sehr gute Wahl und ihr sorgt eben dafür, dass ihr 15% schneller nachladen könnt. Das ist ganz wichtig. Eine eurer wichtigsten Waffen bei diesem Zerstörer, wenn nicht die wichtigste Waffe, die Hauptgeschütze, könnte man auch so in meiner Skillung, sind sie eher dafür da, um dann andere DDs fernzuhalten oder wenn es gar nicht, wenn die Torpedos raus sind, dann nochmal irgendwie ja, die Zeit zu überbrücken und dann im Nebel stehen und schießen auf Schlachtschiffe zum Beispiel. Immer schön die Aufbauten treffen, dann kommt ihr auch immer durch und penetriert. Weiter geht's dann mit den Signalen. Da fangen wir oben in der Reihe an und zwar der dritte von links ist India X-Ray. Brandwahrscheinlichkeit um 0,5% erhöht. Wir haben ja hier 127 mm Kanone, deswegen nur 0,5. Dann nehme ich natürlich das vierte von links, Juliet Whisky Una One, um die Brand, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit der Torpedos um 15% zu erhöhen. Und dann das fünfte von links ist Victor Lima, auch nochmal 0,5% mehr Brandwahrscheinlichkeit. In der zweiten Reihe ist für mich hier wichtig November Foxtrot, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien um 5% zu senken. Sierra Mike, um eben die Höchstgeschwindigkeit in der Basis ohne Motorboost auf 40,6 Knoten zu steigern. Und dann gibt es ganz rechts noch Juliet Charlie in der zweiten Reihe, um die Magazindetonation auf deinem Schiff hier zu verringern, also quasi auszuschalten, ne? Gibt dann keine Wahrscheinlichkeit mehr. Gut, das sind die Signalflaggen, die ich hier aufbauen würde. Ihr hättet dann noch 2 weitere Slots, da könnt ihr dann eben in ökonomische oder andere Signale reinstecken. Und dann, ja, kommen wir noch zu dem Äußeren und zwar zu der Tarnung, die ihr hier an Bord mitbekommt, wenn ihr euch das Schiff für 25.000 Stahl in der Waffenkammer holt. Die Erkennbarkeit zu Wasser -3%, Streuung der Granaten +4%. Das sind die Standardwerte und dann gibt es Schiffswartungskosten um 50% reduziert. Auf T10 richtig geil. Kreditpunkte pro Gefecht 20% mehr und eben EP je Gefecht um 100% erhöht. Ihr habt hier 2 Tarnfarbschemata, wenn ihr den Feldzug damals mitgemacht habt und das freigeschaltet habt. Ich habe hier die zweite Variante gewählt. Das ist so schön hellblau, weiß, dunkelblau. Das ist echt eine coole Mischung. Das habe ich auch auf der Benham. Also die alternative Tarnfarbschemata gefällt mir um Längen besser als die Standardschemata. Weiter geht's mit meinem Kapitänskill. Wir haben hier 19er Kapitän auf diesem DD und ihr habt hier verschiedene Varianten, wie ihr skillen könnt. Ich stelle euch meine vor und begründe euch, warum diese aus meiner Sicht die effizienteste ist.
vorrangiges Ziel, ganz klar, ich möchte wissen, wie oft ich aufgeschaltet bin. Das ist einfach mein persönlicher Fahrstil. Ihr könnt hier auch gerne Beschussalarm nehmen. Das ist auch sinnvoll, weil ihr in der Regel aus dem Verborgenen manövriert oder schießt oder einfach agiert. Wer das aber anders macht, vielleicht auch mal offen fährt und schießt, das habe ich auch gemacht, das seht ihr auch im Replay, brauche ich eben dieses vorrangige Ziel, um besser einschätzen zu können. Muss ich jetzt eher ablassen oder kann ich noch mal ein bisschen weiter hinten dranbleiben und den Gegner jagen? In Reihe 2 ganz klar zuerst mit letzter Anstrengung. Der typische Zerstörer-Skill, der ist Pflicht auf jedem Zerstörer und deswegen kommt der hier dann mit rein. Und dann kommen wir zu Reihe 3. Da würde ich hier auf die Torpedobewaffnungskompetenz setzen. Gibt uns nochmal 10% Nachladezeit der Torpedowerfer. Haben wir also in Verbindung mit dem Modul, was ich euch vorne gezeigt habe, 25% weniger Nachladezeit. Das ist wirklich angenehm. Und in der vierten Reihe gehen wir dann auf Tarnungsmeister und das sind 10 Skillpunkte. In die Richtung würde ich skillen. Da gibt es eigentlich nur in der oberen Reihe eine andere Wahl. In der zweiten, in der dritten Reihe könntet ihr auch theoretisch auf die Schießgrundausbildung zuerst gehen und dann auf die Torpedo-Variante. Halte ich aber für nicht so sinnvoll, weil dadurch, dass ihr gut getarnt seid und zumindest wie ich diesen DD fahre, ich fahre ihn sehr stark auf Torps, ist diese Skillung auf jeden Fall sinnvoll. Wenn ihr dann weitere Skillpunkte zur Verfügung habt, sagen wir, wir haben 4 Skillpunkte mehr, dann würde ich RPF hier empfehlen, einfach weil euer Positionsspiel dafür einfach angenehmer ist. Ihr könnt ein bisschen besser einschätzen, wo genau ist der DD, wenn man ihn auf der Karte zuletzt irgendwo gesehen hat, das hilft einfach, ja. Gerade weil ihr in einem Feuergefecht mit den richtigen Gegnern relativ schnell verliert, weil ihr eine lange Nachladezeit habt, 5,4 Sekunden eben. Auch wenn ihr viele Türme habt, ihr müsst aber relativ viel Breitseite zeigen. Ihr braucht Unterstützung von eurem Team, um gegen die Ds sicher zu bestehen. Alles andere, ja, der Alpha-Damage der HE-Granate ist nicht schlecht, aber ja, es ist einfach gut zu wissen, wo der Gegner ist und dass man ihn eventuell auch vermeiden kann. Ja. In der dritten Reihe würde ich die Schießgrundausbildung dann mit reinbauen, um einfach die Hauptgeschütze auf diese genannten 5,4 Sekunden zu bringen. Und hier oben gibt es dann nochmal den Adrenalinrausch, um einfach die gesamte Bewaffnung des Schiffes zu beschleunigen, wenn ihr Trefferpunkte verliert. Das heißt, ihr ladet schneller bei den Torpedos nach und ihr ladet schneller bei den Geschützen nach. Und beides sind gut ausgebaute Varianten auf diesem Schiff, deswegen ist Adrenalinrausch hier so effizient. Und dann sind wir bei 19 Punkten. Ihr könnt natürlich auch hier in der dritten Reihe den Inspekteur noch mit reinbauen, dass ihr ein paar Aufladungen mehr habt. Ihr könnt hier sinnvollerweise auch durchaus den Experten der Überlebensfähigkeit mit reinbauen, um eure Trefferpunkte auf 20.800 hochzubringen. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr jetzt dann lieber auf die Torpedobeschleunigung, Ladezeitverringerung verzichtet oder eben hier auf die Schießgrundausbildung, weil auf irgendetwas müsst ihr verzichten. Und das war der Kapitän und dann schauen wir uns mal kurz O und Contra an. Also eine der krassesten DDs, die ich im Spiel so gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil das Ding eben so multitauglich ist. Es ist wirklich ein richtiger Allzweckzerstörer. Ihr könnt da einen relativ guten Gun-DD draus machen, der natürlich eine langsamere Nachladezeit aufgrund der Häufigkeit der Geschütze. Das ist ein Balancing-Faktor hauptsächlich. Ihr habt einfach so viel Mumpeln und ihr könnt damit richtig Schaden machen, wenn ihr einen anderen DD überrascht. Ja, eine Z52 oder so, wenn ihr die überrascht, dann geht das wirklich ab. Da könnt ihr auch mal 3000, 4000 in so ein DD reindrücken mit einer Salve. Das ist wirklich cool. Dann natürlich der größte Vorteil aus meiner Sicht hier, die Gearing-Torpedos. Wir haben hier 3 Torpedowerfer mit einer relativ geringen Nachladezeit und ja, mit einem ordentlichen Damage-Potenzial. Also das ist wirklich geil. 16,5 Kilometer Reichweite, 66 Knoten schnell. Also das ist wirklich, wirklich genial. Also die haben es mir echt angetan. Ihr merkt es vielleicht. Dann gibt es eben hier den amerikanischen Nebel. Nächster Vorteil dieses DDs, ja. Ihr könnt also über, wenn das optimal ausnutzt, 6 Minuten 30 vom Gefecht im Nebel verbringen, sozusagen. Auch wenn das natürlich in der ersten Linie seid ihr eigentlich ein Schiff, was aufklärt und mit Torpedos agiert und dann später, vielleicht im späteren Gefechtsverlauf, dann mit den Guns. Aber ja, der Nebel ist definitiv Vorteil. Dann natürlich die hohe Geschwindigkeit. Also mit Motorboost und Sierra Mike Flagge 43,7 Knoten ist super schnell für einen amerikanischen DD. Da kann man überhaupt nicht meckern. Die niedrige Erkennbarkeit tut dann natürlich noch sein Übriges. Also auch ein ganz klarer Pluspunkt. 5,8 Kilometer. Wow. Also ist wirklich ein schönes Schiffchen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ihr seht ja hier, wie die Wolken sich über das Schiff bewegen. Was natürlich ein Nachteil des DDs ist hier.
Wir haben sehr wenig Trefferpunkte, sogar 2000 weniger als die Gearing hat, ne? Die ist auch ein T10-DD und die hat weniger, also die hat mehr. Und ja, dann die Shimakaza hat mehr, die Harugumo hat mehr, eigentlich haben alle DDs mehr, deswegen ist das ja auch der schlechteste in dem Bereich, auch wenn, nicht der, wenn der Abstand nicht riesig ist, ne? Also eine Yu Yang zum Beispiel hat 18.500 Trefferpunkte, und bei der Shima sind wir glaube ich bei 17.9, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also in diese Richtung, der Abstand nach hinten ist nicht so riesig, aber ja, er ist eben da, deswegen. Ja, und nächster riesengroßer Nachteil gegenüber allen anderen DDs, schlechteste Flugabwehr auf dieser Tierstufe für einen Zerstörer. Also, ganz ehrlich, das lohnt sich gar nicht, die überhaupt einzuschalten. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist nur, ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Art Placebo-Effekt oder sowas in der Art, kann man sagen. Das ist das, was mir am negativsten oft bei dem DD eingefallen ist oder aufgefallen ist. Das ist einfach, ja, mein Fazit kann man sagen, es ist eine amerikanische Shima mit guten Guns. Also die gegnerischen DDs halten dann auch Respektabstand. Ne? Bei einer Shima ist ja durchaus so, dass man sagt, ach, da gehe ich jetzt drauf und baller die raus. Aber bei einer Soma, da sagt man eher, ha, die hat ja ganz schön viele Türme und so weiter. Nee, ich glaube, ich avoide dieses Schiff lieber. Also ich vermeide es, diesen Kontakt oder dieses Gefecht direkt zu suchen. Gerade wenn man dann im Rücken vielleicht noch die eine oder andere Unterstützung mit dabei hat. Mir macht dieser Dampfer auf jeden Fall Spaß und ich würde sagen, wer 25.000 Stahl hat und seinem Clan was Gutes tun möchte und sich selbst auch, ja, der macht mit der Summers, wenn ihm der amerikanische Fahrstil gefällt, nicht so viel verkehrt, wobei wir hier sogar einen sehr schnellen amerikanischen DD haben. In dem Sinne, ich hoffe, dass die Schiffseinweisung diesmal wieder für euch attraktiv war, informativ war, ihr was mitgenommen habt und jetzt besser entscheiden könnt, ob ihr 25.000 Stahl ausgeben wollt. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abonnement freuen, eine Weiterempfehlung natürlich auch. Ihr könnt mit uns diskutieren, ihr seht die Adressen oben alle eingeblendet, Facebook, wir sind auch auf Discord, die Links alle dazu gibt es alle unten in der Beschreibung und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.